In diesen 28 Jahren DDR habe ich viermal die Staatssicherheit sehr genau kennengelernt, weil es zu Zuführungen kam. Und seit 1976 mit Abständen war ich durch die Staatssicherheit immer wieder bearbeitet und hatte ab 1984 eine Arbeitsplatzbindung als Fensterputzer in der Nachtreinigung von Zügen, Stadtarrest bekommen, also die Stadt nicht mehr verlassen dürfen, an allen Feiertagen der DDR Hausarrest bekommen, Postkontrolle, Isolation bekommen und dann der Freikauf in die Bundesrepublik. Und das Eigentliche, was die Staatssicherheit als Gefahr sah, war die Tatsache, dass wir unabhängig vom Staat unter dem Dach der Kirche etwas taten, was sie nicht kontrollieren konnten, und dass wir uns mit Themen, Büchern, Texten beschäftigten, die in der Regel auch nicht in der DDR zugelassen waren. Und wie das auch bei Ihnen der Fall ist, das, was verboten ist, ist erstmal besonders interessant. Wie gesagt, 18 Monate vor dem Fall der Mauer bin ich freigekauft worden. Bisher ist meines Wissens niemand bekannt, der mehr Ausreiseanträge gestellt hat als ich. 56 Ausreiseanträge insgesamt, die abgelehnt worden sind. Bernd Eisenfeld kommt danach mit 39 Anträgen auf Ausreise. Und es ist schon sehr paradox, dann im Juni 1988 zugeführt, sprich ohne richterlichen Beschluss, verhaftet zu werden und dann innerhalb von 24 Stunden in die Bundesrepublik abgeschoben zu werden, ohne dass vorher jemals einem Ausreiseantrag stattgegeben worden ist. Also 56 abgelehnt und dann bin 24 Stunden abgeschoben. Also Sie müssen unterscheiden. Der Arbeitskreis Kunst und Kirche, den ich mit den anderen in Schlema gegründet hatte, der war mit dem Ende der Ausstellung verboten. Da ging nichts mehr. Also da war Schluss. Während die Arbeitskreise, die ich im Gemeindezentrum Gera Lusan gegründet habe, die sind ein bisschen gewachsen. Das heißt, man ist da hingegangen, ich war am Anfang ein Mitglied in anderen Kreisen und dann merkte ich, hier gibt es ein Vakuum, hier sind Begriffe gar nicht definiert. Es gab jede Menge Leute, die hatten einen Ausreiseantrag gestellt, die kamen irgendwie mit dem Staat nicht zurecht. Einer war schon wegen Wehrdienstverweigerung inhaftiert und war wieder freigelassen. Und ich merkte, hier gibt es Dinge, die sind nicht besetzt. Und so haben wir diesen Junge-Leute-Arbeitskreis gegründet, der sich um diese Themen gekümmert hat, der dann später zu einer Beratungsstelle für Ausreisewillige wurde. Und die Menschenrechtsfragen waren grundsätzlich nicht geklärt. Also hatten wir gehört, in Berlin und Leipzig im evangelischen Studentengemeinde oder bei Ulrike Poppe in Berlin gab es einen Arbeitskreis Initiative für Frieden und Menschenrechte. Also hatten wir etwas Ähnliches gegründet. Und so gibt es Netzwerke, Jena, Leipzig, Berlin, die sich gegenseitig befruchtet haben, genauso wie die Umweltkreise in der DDR. Und bis zu meiner Ausbürgerung aus der DDR, bis zu diesem Frühjahr 1988 habe ich sie geleitet und es gab aber nach mir sofort Leute, meistens Stellvertreter von mir, die das dann weitergeführt haben. Ich habe ja 1984 oder vorher nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und wenn ich, also es gibt ganz tiefe Tiefs in dieser Zeit, wo ich sagte es heute schon einmal, es ist ja ein seltsames Phänomen, wenn Sie eine Arbeitsplatzbindung haben, wenn Sie tagtäglich über 52 Monate habe ich das gemacht, die Züge in der Nacht reinigen oder die Kaufhäuser reinigen. Und Sie wissen nicht, wann ist es vorbei. Niemand sagt Ihnen, das dauert 8 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. Sie wissen es nicht. Das ist das Gemeine dabei. Es gibt keinen Horizont. Sie wissen nicht, dann und dann ist es zu Ende. Und da gibt es Löcher, in die Sie fallen, wo Sie denken, es gibt keine Sonne mehr. Als ich das allererste Mal zur Akteneinsicht war, das nämlich überlegen, Herbst 1992, also im ersten Jahr, wo man die Akten einsehen konnte, und dann 1994 das zweite Mal. Da war ich über die Dimension der Unterlagen etwas erstaunt, also wie weit das gegangen ist. Ich hatte so nicht gedacht, dass das alles diese Größenordnung haben könnte. Und ich habe eben auch nicht gedacht, dass das bis hinein zur Tochter geht und so etwas. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Da war ich schon sehr schockiert. Und dann kommen so Dinge, an die ich mich erinnere, dass ich dachte, ich kann hier, also in den neuen Bundesländern, nicht mehr leben. Das war aber schon vorher
für mich klar, ich will das nicht. Das haben viele Freunde von mir, die, nicht viele, aber einige Freunde, die in Jena, in Gera oder in Ostberlin, die sagten, jetzt brauchen wir dich. Ich sollte für Thüringen an den zentralen runden Tisch im Jahr 1990. Aber ich hatte gerade ein Stipendium für Michigan in Eber. Und das wollte ich nicht. Also ich hatte für mich dann entschieden, ich will nicht mehr in den neuen Bundesländern leben. Das sehen andere ganz anders. Es hat aber etwas damit zu tun. Ich will bestimmten Menschen nicht mehr treffen, nicht mehr begegnen. Das, wenn jemand im militärischen Ton in München spricht, stört mich das nicht. Wenn ich in einer Kneipe in Dresden bin und da spricht jemand in Sächsisch in einem militärischen Ton, da gehen mir die Gänse, kriege ich die Gänsehaut und da gehen mir alle Haare hoch. Ja? Also es ist ein Unterschied. Die wussten über Sachen Bescheid oder scheinbar über Sachen Bescheid, die ich dem Pfarrer erzählt habe unter vier Augen. Sie wussten es. Heute weiß ich, wie das alles gekommen ist und welche verschiedenen Quellen die hatten, um mich auch glauben zu lassen, sie wissen alles. Das ist auch ein Schachzug, einen das glauben zu lassen. Aber ich konnte mir das eben nicht vorstellen, wie das geschehen ist. Und das führte zu einer unglaublichen Welle von Misstrauen. Das heißt, in dieser Phase gab es, glaube ich, kaum jemanden außer denen, denen es genauso ging wie mir, den ich noch vertraut habe. Das wechselt aber dann. Und irgendwann war mein Misstrauen so groß, dass ich auch Ärzten misstraut habe. Also ich kam dann mal in eine Klinik, war krank und ich hatte auch da das Gefühl, die geben alles weiter an Informationen. Und dieser Pfarrer, den ich schon nannte, Pfarrer Geipel, kam dann und sagt, merkst du nicht, was geschieht? Die machen dich kaputt mit diesem Misstrauen. Und wenn du so weiterlebst, wirst du irgendwann in einer Psychiatrie landen, weil du niemand mehr. Und dann haben sie genau das, was sie wollen. Und das war so ein Punkt, Wolf Biermann hat das früher, viele Jahre vorher, in Liedern gegossen. Ich kannte die nur damals nicht. Also das, was du zu verlieren hast, ist deine Angst. Du musst irgendwie, und das war Geipels Rede, rede doch mit jedem, als sei er Stasi. Dann verlierst du deine Angst. Rede mit jedem so, dass du sagst, deine Frau, dein Freund, jeder ist Stasi. Du verlierst es, du setzt das, die Freiheit des Wortes als Grundrecht voraus, ob es da ist oder nicht, du setzt es voraus und sprichst mit allen genauso. Also wenn dann jemand von der Stasi kam und sagte irgendwas zu einer Literatur, dann hast du eben gesagt, ja, wollen Sie George Orwell, wollen Sie Köstler oder wollen Sie das? Weil in der Umweltbibliothek in Gera waren die Bücher. Dann, wenn Sie als junger Mensch um den Tod von Stalin oder um den 17. Juni 1953 eine scharf formulierte Staatsratseingabe an Walter Ulbricht machten, hätte das 1953 durchaus zu ihrer Verhaftung führen können und auch zu einem Schauprozess oder einem zumindest abschreckenden Prozess. Eine Staatsratseingabe im Jahr 89 hat in der Regel kein Mensch mehr interessiert, egal wie sie formuliert war. Es sind andere Jahrzehnte, andere Jahrfünfte. Verstehen Sie? Sie müssen also unterscheiden. In den 60er Jahren wurde der Besitz des Buches 1984 von George Orwell noch mit Haft geahndet. In den 80er Jahren hatte ich in der Umweltbibliothek 3 oder 5 Exemplare, die Sie dort ausleihen und lesen konnten. Ich bin nicht verhaftet worden. Die Zeit hat sich geändert. Verstehen Sie? Und wahrscheinlich auch regional. Zweitens, von Anfang an hat die Staatssicherheit gewusst, durch die Westverwandtschaft und dadurch, dass ich seit 1983 über Amnesty International und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte im Westen bzw. in Brüssel registriert war. Das wussten die. Und es gab eine Partnergemeinde in Herne, eine Partnergemeinde von uns in Gera. Da gab es eine regionale Zeitung, da war mal eine ganze Titelgeschichte über mich drin. Schon das hat die geärgert. Wenn ich verhaftet worden wäre, wäre die Möglichkeit eines öffentlichen Aufschreis im Westen größer gewesen, öffentlichkeitswirksame Maßnahme, die dem DDR-Ansehen schadet, die wäre viel größer gewesen als bei einem jungen Mann, der wegen irgendwelcher Dinge, die er gemacht hat oder wegen Fluchtversuch, aber nicht diese Westverbindung hat, nicht diese Vernetzung hat, den konnte man wegschnappen, inhaftieren und kein Hahn krähte danach. Verstehen Sie das? Die Westverbindung war ein Schutz, nur habe ich es nicht gewusst.